Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Shakes and Fidget. Wir sind hier heute auf Welt30 unterwegs und falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich bin nicht der Paul Terra. Ich bin der Zero One und hab mir mal Terras Account geschnappt und ja, ich würde sagen, wir gestalten jetzt mal die Charakterbeschreibung. Ja, tippen soll man können. So. Ja, was haben wir da so Tolles? Einen Bogen mit einem schicken Geschickstein. Wir haben einen Stärkestein. Machen wir den nochmal an die Waffe. Weil irgendwie die Pfeile müssen ja mit mehr Stärke in den Gegner katapultiert werden. Und was ist eigentlich für ein Outfit? So. Ja, so ein Goblin wäre doch super. So ein richtig schön blöd guckender Goblin. Ja, fast. Ja, das sieht doch gut aus. So, jetzt haben wir einen Goblin. Einen ziemlich witzigen. Was können wir denn noch so für Schabernack treiben? Was treibst du da? Ich gestalte den Charakter ein bisschen um. Komm, lass mich mit. Du hast doch eh keinen Plan. Alles klar, mach du mal weiter. Ah, Mann. Einmal mit Profis. Dann schauen wir mal. Warum ist da ein Zero? Warum hast du ein Warum hast du nicht den Geschickstein rein? Weil, dass die Pfeile mehr Damage machen, weil die Pfeile dann stärker durch den Gegner fliegen. Ich sag doch, einmal mit Profis. Schauen wir mal, was so im Dungeon geht. 49 Pilz. Probieren wir einfach mal. Ah, Quast, der fällt noch. Ah, diese Pilze. Sie fallen. Naja, egal, kann er wieder aufladen, ne? Ja, passt schon. Nee, der will nicht. Der will nicht. Probieren wir mal unseren Glück hier. Oh, 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 und. Ah, schade. Ah. Naja, gut. Erstmal eine neue Mission annehmen. Was haben wir da Blödes? Ah, nehmen wir die. Ja. Passt. Ah, Sanduhren. Sehr schön. Schön. Ach, wer braucht schon rote Quests? Haben wir noch Bier? Schade. Oh. Alu ist auch weg. Arenaangriffe. Komm, wir lassen ihn in der Ehrenhalle droppen. Oh, schade. Ja. Wir müssen aufpassen. Paul kommt gleich rein. Ja, stimmt, ne? Sollten wir dann besser mal einen Cut machen? Ja, war ja, glaube ich besser. Und damit herzlich will, was ist hier passiert? Was ist hier los? Wo sind meine Pilze? Hallo? Hallo? What the fuck? Okay, Scheiße, das passt für all meine Accounts. Oh mein Gott, nein. Ich glaube, ich wurde gehackt. Okay, was ist passiert? Was ist passiert? Fuck, warte, ich muss erstmal mein Passwort ändern. Bis gleich, Leute. Gott, ich bin gerade nicht drauf klargekommen. Ich habe erstmal gerade alle meine Passwörter geändert. Also wichtig ist erstmal, dass ich wieder meinen Standardcharakter herstelle. What the fuck, mir ist das noch nie passiert. Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Leute, wenn ihr wisst, wer das war, dann bitte, bitte sagt mir Bescheid, weil das geht einfach nicht. Okay. Mein Standardohren habe ich. Haare habe ich jetzt noch meine Standardhaare und dann noch meine extra cooles Extra. Extra cooles Extra. Ich bin so cool. Muss los. Post blinkt. TGL Zero Account. Was schreibt denn Zero mir? So, so. Hast du den Account also wiedergeholt? Hoffentlich mit besserem. Zero. Zero! Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Und sowas ist Offizier in meiner Gilde. Okay, nee, normales Mitglied. So geht das ja nicht. Verdammt, all meine Pilze sind weg. Wo sind die hin? Ich meine, ich ist nicht mal in Dungeon gelegt. Nichts. Meine Edelsteine sind weg. Keine Ahnung, ich habe irgendwie Attribute verloren. Was ist hier eigentlich los? Habe ich wenigstens noch Alu? Auch weg. Super. Okay, ich probiere trotzdem. Ist mir jetzt egal.
Oh mein Gott, ja nice. Und da ist der Schwarzschildritter Toad, 31 Millionen Erfahrung und ein richtig snackbarer Epic-Gürtel. Ja, geil. Also, wie gesagt, Passwörter sind geändert, passt alles und ihr wisst natürlich, it's just a prank. Maurizio und Zero sind übrigens zu Besuch, die beiden Ehrenlachse, die gerade neben mir stehen. Ihr müsst wissen, die haben einfach mich überrascht, sind 3,5 Stunden hergefahren, ich wusste nichts davon. Und dann saßen die einfach in meinem Wohnzimmer, ich komme rein, guck hin und denke mir so, ja moin, Zero und Maurizio. Und dann denke ich mir so, ja moin, Zero und Maurizio. Deswegen vielen Dank an die beiden, dass ihr hier da seid. Wir werden eine sehr schöne Zeit zusammen haben. Wir werden auch zusammen öfter jetzt streamen, solange wir noch hier sind. Und wenn euch das Gepilze gefallen hat, übrigens danke, dass du mehr Pilz ausgegeben hast, als ich erlaubt hatte. Ja, sorry. Dann lasst ein Däumchen nach oben da. Kommentare freue ich mich. Und wie gesagt, nehmt das Video nicht zu ernst. Nehmt alles mit Humor. Küsschen aufs Nüsschen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao.